Ah gut, jetzt dürften wir langsam wieder aufsteigen. Also von Finanzen her und so, jetzt dürfen wir wieder eine Basis geschafft haben. Guckt euch diesen Zugstau hier erstmal an. Und das nur, weil hier dieser kleine Zug steht, ja? Nur deswegen. Stehen hier gleich mal drei Personenzüge im Stau. Alles klar. Passt. So. Ah, jetzt fahren die hier auch wieder über die neue Baustrecke. Perfekt. Ja, jetzt läuft's wieder. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Oh. Welt ist wieder gerettet. Naja, fast. Jetzt muss aber noch die Produktion wieder stimmen. So, wie sieht's aus? Achso, ja, der lädt sich jetzt hier noch automatisch voll. Oder auch nicht. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne mal hier so einen Getreidezug wieder aus... Also, naja, nicht rausziehen, aber halt wieder erneuern, ne? Ich würde mir gerne wieder hier irgendwie, was weiß ich, so eine 155er schnappen und die gerne mal wieder duplizieren. Das wäre doch mal was. Da kommt sie. Okay, also wenn die hier ist, dann geht's ab. Dann sollten wir... Dann wird dupliziert, ja. Züge kaufen. Was ich jetzt mal gerne kurz trotzdem mal nachgucken möchte. Wie teuer wäre denn eine 143 RBH Design? So, das ist die hier, die kostet 9,35 Millionen. Das heißt, die ist um ganze 6 Millionen billiger als unsere 155. Nicht als 155, sondern als 150. Nein, 151. Tut mir leid, ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Ja, genau. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich unser Geld sicher. Perfekt. Ne, doch nicht. Wir haben es noch nicht sicher. Nein! Genau. Das heißt, wir nehmen statt der 155 dann gleich die 143. Die fährt nämlich. Oh. Die dürfte auch ungefähr nicht mehr so schnell sein. So, wartet. Unsere 155 fährt ganze 125 km/h und unsere 143 fährt ganze 120. Ja doch, das dürfte trotzdem passen. So, da haben wir den Zug. Und da wird natürlich... Und, ja, wir sind ganz tief im Keller. Okay, das heißt, wir schicken dich trotzdem erstmal ins Depot. Hier einen Augenblick, wenn du angekommen bist. So, das ist ein Problem mit dir. Genau. So, dann heißt es nämlich jetzt erstmal warten. Nein, warte mal. Nein! Okay, war zu spät. Ich sehe es ein. Aber die Züge fahren wieder voll. 20 Millionen haben wir. 20 Millionen haben wir. 23 Millionen haben wir. So. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir können uns jetzt... Wow. Gleich zweimal den Zug leisten. Krass. Stopp. Nein. Du stellst mir jetzt nicht um. Das kannst du aber vergessen. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal 143 an den Zug. Genau. So. Können dann in dem Sinne dann gleich mal zwei Züge von den alten rausziehen. So, wo haben wir es? Da mal. Achso, das ist einer von den neuen. So, wie sieht es hier aus? Da kommt, glaube ich, einer von den alten. Genau hier. Wie viele alte haben wir denn jetzt eigentlich noch drauf? Wir haben gar keinen. Wie jetzt? Doch, da. 1, 2, 3. Okay, gut. Das heißt, einen mehr bräuchten wir schon noch. So, wir schicken am besten den hier jetzt erstmal wieder auf die Gleise. Genauso wie den. Dann haben wir hier nämlich jetzt auf jeden Fall weitere Lieferanten. Ich nenne die jetzt einfach mal Lieferanten, weil die liefern uns schließlich unsere Materialien an. Wow, die Lok, die sieht klasse aus. So. Und dann dürfen wir auch bald ein sicheres Polster haben, damit uns die Züge hier, also damit die langsam mal ersetzt werden. Genau. So soll es ja schließlich noch sein.
So, dann würde ich sagen, können wir hier auch langsam mal umstellen auf unsere Scania-LKWs, die transportieren nicht durch mehr. Lebensmittel. Achso, die können wir eins transportieren. Wir haben ja irgendwo auch hier Werkzeuge, Waren, Maschinen. Lebensmittel. Was können die hier? Ah, die können alles. Gut. Das heißt, wir nehmen die jetzt. So. Stattdessen, genau. So, dann kann unsere 143er auch langsam fahren. Warte mal, hat die LED? Sieht voll so aus, als hätte die LED-Lampe bekommen. So, was haben wir hier zu stehen? Ich habe. Achso, hier ist die 151. So. Da möchte ich jetzt aber langsam auch mal fertig werden. Denn, wir haben ja schließlich noch andere Sachen eigentlich, oder sowieso eigentlich eine andere Sache, die ich eigentlich schon längst hätte gelöst haben wollen. Und zwar wollte ich ja eigentlich längst mich um die Städte und so kümmern. Ich denke, das werde ich dann aber trotzdem für die Folge nicht schaffen. Warte mal, wie viel haben wir? Ah, okay. Wir haben erst relativ wenig Zeit, um 10 Minuten erst. So. Na gut, wer weiß, vielleicht haben wir noch in den letzten 20 Minuten ein bisschen mehr Zeit. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal das Geld für die Lok. Wir wollen ja schließlich jetzt 143er noch nicht fahren lassen. Oder wir nehmen nochmal eine andere Lok. Ah, haben wir hier gerade erstmal kein Geld für. So. Da haben wir jetzt gleich auf jeden Fall die verschiedensten Loks drauf auf dem Himmel. Die uns hier dann unsere Sachen anliefern. Das ist ja auch was. Also da haben wir hier schöne Lokvielfalt auf dem Himmel. So. 20. Und weg. So. Dann bekommt ihr erstmal wieder ein paar Sachen. Ja. Achso, ja, natürlich. Die ganzen Sachen sind ja nicht schön, die wir verbrauchen. So. Das heißt, jetzt kann wieder produziert werden. So, Züge kaufen. Dann würde ich sagen, könnten wir hier eigentlich auch noch mal so eine. Ne, 114 natürlich nicht. Wenn dann hier, nehmen wir hier natürlich eine 143, genau. So, die könnten wir nämlich nochmal nehmen. Wobei. Jetzt müssen wir ja auch erstmal warten. Ey, warte mal, die kommt nochmal weg. So, dann machen wir nämlich erstmal so. Das passt da jetzt schon besser. Dann haben wir nämlich jetzt mal das Geld. Also jetzt haben wir erstmal hier die beiden Züge. Dann müssen wir nämlich gleich nämlich keinen weiteren Zug mehr produzieren. Zumindest gar nicht mehr. Wir können jetzt einfach nur so die Box fahren. Das hat doch irgendwas. So, und schon sind die ganzen Güter hier wieder verbraucht. Schon kann nichts mehr für produziert werden. Das geht so schnell hier. Das ist ja unfassbar. So. Gut. Und hier dürfte jetzt auch schon wieder der Liste eigentlich gleich stehen. Ja genau, da kommt er schon. So. Ah Mann, ich wollte gerade die Loks kaufen. Das ist ärgerlich, sowas. So, das heißt, du wirst verkauft. So, dann kommt hier jetzt erstmal die 143 ran, wie versprochen. Da haben wir sie. So, das heißt, du kannst auch gleich ausfahren. Ja doch, das schicken wir schon mal raus. So. Letzter Zug. Oder letzte Lok, eher gesagt, die wir jetzt brauchen. Da suchen wir uns schon mal einen aus. Entweder die 151 oder das würde noch gehen. Könnte man hier nicht auch rein theoretisch 150? Ne, die ist zu langsam. Was passt noch? Die 185 würde passen. Ein Elektron würde auch passen. Aber wir wollen natürlich im Rahmen bleiben. Deswegen würde ich eigentlich sagen, nehmen wir tatsächlich nur Verkehrsmotor 151 dann jetzt zum Abschluss. Wäre doch eine Idee, oder? Ja, denke mal, das passt. Das heißt, wir warten jetzt auf unsere 151, die wir dann gleich hoffentlich kaufen können.
So, wo sind hier eigentlich die anderen Züge? Achso, die warten gerade alle. Aha, und die Produktion ist wieder so hoch. Das ist herrlich, sowas, ja. Gut. Ah, wir haben das Geld gleich, wir haben es. Nein! Es war gerade da drauf. Es war gerade auf 15 Millionen tatsächlich. Ach. Ärgerlich. So, was geht hier unten? Ah! Da kommt unser Zug, den wir gleich ins Depot schicken wollen. So. Angekommen und direkt verkauft. So. Das heißt, du kommst jetzt einen Zug an. Du kommst dann direkt auf die Linie drauf. Aber erstmal verkaufen. So, du kommst da drauf. Genau. Und damit haben wir alle Züge jetzt fertig ausgetauscht. So, 6 Züge dürften ja auch, denke mal, auf der Linie reichen. Ne? Wartet, wir haben. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. 6 Züge, das heißt, du kommst jetzt auch gleich raus. Ah, der ist aber schon im Landeanflug. Nein, das soll natürlich auch nicht. Na gut, du drängelst dich jetzt erstmal vor. So. Und ja, schon ist die Produktion wieder mal im Eimer. So. Naja, vielleicht sollten wir doch ein anderes Gleis nehmen. Oder warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten hier einfach mal noch Gleis zwischenziehen. So, dann geht das hier schneller mit dem Austausch. So. Das ist doch auch eine Idee. So, gut. Dann kommst du jetzt auf jeden Fall erstmal ins Depot. Oh, jetzt habe ich. Ach so, ich hätte erst ausladen. Ich hätte erst warten müssen, bis er fertig ausgeladen hat. So ist. Okay, gut, ist jetzt so. Ich war wieder vorher gemacht. Ey, aber jetzt sind die Rasen ja auch noch. Das ist ja der Hammer. So gut. Jetzt haben sie auf jeden Fall wieder was produziert. Durch 155. So, dann könnten wir eigentlich mal uns hier das Ganze so kurz angucken. 55, 70, 80 und 100. Perfekt. So, dann haben wir hier nochmal ein paar neue Fahrzeuge. Perfekt. Gut, aber eigentlich wollen wir jetzt was anderes machen. Jetzt wollen wir. Ah, ich möchte mir das einmal trotzdem noch kurz angucken. Sieht doch schon irgendwie klasse aus, oder? Ihr guckt euch das mal an. Das ist schon irgendwie atemberaubend. Feeling. Ha, herrlich. Ja doch, das gefällt mir. Also hier haben wir echt was Cooles gebaut. So, das dürfte die 143 sein. Genau, die Verkehrsroute in dem Falle. Wo ist denn unser RWH-Lok dann? Das ist ja nicht. Die dürfte dann auch schon. Ah, die steht hier unten nicht. Das ist unsere 155. Komisch. Na gut, verstehe ich jetzt nicht. So, wie gesagt, Städteausbau. Jetzt haben wir es. Hier wird jetzt erstmal alles komplett neu geordnet. Da haben wir nämlich hier zwei Stadtlinien eigentlich. Genau, hier haben wir nämlich einmal die blaue und die rosa, ne, die beiden Buslinien, genau. So, die wollen wir jetzt mal grundlegend ändern. Gut. Ja, doch, die kommen geändert. So, also eine Buslinie wird auf jeden Fall hier oben starten. So, da kann auch, also hier, das wird auf jeden Fall die Endstation werden. Das ist schon mal fest, also das steht schon mal fest, wollte ich gerade sagen. Da müssen wir auch gar nicht so was Großes eigentlich nehmen. Da können wir auf, eher was Kleines setzen. So. Und dann machen wir hier mal ein bisschen was Neues, genau. Wir können auch direkt sagen, wir nehmen da, genau, das wird die Brüssel 2, die wird jetzt nämlich verlängert. Warte mal, das kann man nicht ganz einfach machen hier. So, dann nehmen wir nämlich stattdessen jetzt hier die hier. So. Setzen dann hier vorne nochmal eine. Fertig. So. Dann kommt hier nämlich jetzt die letzte Haltestelle, die nehmen wir hier nochmal.
Ah, shit. Falsch gesetzt. 13. Ne, die 14 kommt weg. Mann, ich kann nicht klicken heute. So, 16 und fertig. Jetzt haben wir. Also Brüssel 2, die bleibt schon mal so. Das steht schon mal fest. So, was hier aus der Linie wird, das gucken wir gleich. Die kommt auf jeden Fall anders. Auch wenn ich hier, also ich würde auf jeden Fall hier den Bahnhof nochmal anfahren. Gar keine Sorge auf jeden Fall. Warte mal, wie war das mit der Bus 02? Wobei, warte mal, die nehmen wir nochmal kurz ins Visier. Hier nehmen wir nämlich jetzt die, okay, die 5, die bleibt drin. Die 6 kommt raus. Die 6 kommt raus. Die 6 kommt raus. Und fertig. Gut. So. Dann würde ich nämlich hier nämlich jetzt weiterbauen. Also hier schon mal so ein bisschen vorsorgen. Dann brauchen wir auf jeden Fall das. So, und dann können wir eigentlich ja bis hier vorne eigentlich schon gehen. So, dann sagen wir nämlich hier jetzt einfach mal so, weiter, weiter, ja, so. Und eigentlich nein, wir wollen kein Trampelgleis haben. Und dann setzen wir uns hier nochmal kurz in die Bushaltestelle hin. Dann können wir meinetwegen auch die hier lassen. So, dann sagen wir nämlich ab der 5. Das, das, das. Und jetzt haben wir es. So, das ist jetzt unsere neue Bus 02, genau. Und unsere Bus 03, die würde ich gerne hier einmal rumführen lassen und dann hier wieder in die Stadt reingehen. Also sprich, wir gehen hier außen rum, fahren dann hier weiter lang. Dann decken wir nämlich hier hinten das ganze Gebiet nämlich jetzt mal mit ab. So. Dann müssen wir aufpassen, hier vorne fährt nämlich die Bus 02. Das heißt, ja, wie fahren wir jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde sagen, wir nehmen die Haltestelle hier mit. Gerne hier auf die große Hauptstraße. Und sagen hier vorne, das kommt weg. Sagen, hier geht's weiter. Also in dem Fall hier lang. Und je nachdem, wie die Stadt dann ausbaut, hier weiter. So, gut. Das heißt, das wird weiter verlaufen. So, 4, 5, 6, 7. Ist bisher noch recht kleine Linie, die wird aber noch erweitert. Und dann würde ich gerne noch für eine neue Buslinie sorgen. Die fängt nämlich hier hinten dann in diesem Fall an. Wird auch auf jeden Fall weitergebaut dann in dem Fall. Ah! Hier fällt mir eigentlich gerade was auf. Hier könnten wir eigentlich noch... Wartet mal. Das würde mich gerade mal interessieren. So. Nein! Nein, nein, nein! 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 Nee! Das wollte ich gar nicht! Nein! Nein, nein, nein! Das kann nicht sein. Scheiße. So. Nee, da hab ich mich verdammt. Das wollte ich gar nicht. Oh, der ist jetzt meine 40 wieder lang. So, dann machen wir es jetzt so. Gut. Ja, dann haben wir hier nämlich nochmal einen schönen Bahnhof. Na, schön ist eine andere Sache. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt nochmal dadurch einen weiteren Zustiegspunkt praktisch. Naja, also wir haben jetzt zwei Seiten. So, so einfach. Wir können auf jeden Fall dort jetzt leichter oder bequemer die Fahrgäste zu den Zügen transportieren, sagen wir es so. Genau. So, wir haben hier drei Haltestellen, das heißt, ich würde jetzt gerne die Haltestelle hier benutzen. Ich würde dann hier einmal abbiegen. Dann gehen wir hier nämlich lang. Hier lang in diesem Falle. Und gehen dann nämlich hier weiter. So, die Straße können wir hier manchmal auch aufführen lassen dann jetzt. Auf jeden Fall gehen wir hier mit der Straße hier rein. Vielleicht hier nochmal eine Verbindung durch. Genau. Und die Busse hier, die wird dann mich ein bisschen vorne zu dieser Kreuzung führen. Und die Haltestelle hier vorne, die wird versorgt. So, dann könnte man nämlich sagen, wir enden hier nämlich an dem Bahnhof. Das ist doch eine Idee.
So, das heißt, wir führen hier nochmal kurz eine Haltestelle lang. Und dann haben wir es. So, neue Linie. 2, 3, 4. So, genau, dann fahren wir nämlich hier nochmal ein bisschen mehr ab. Das finde ich auch ganz gut. So, dann haben wir es eigentlich auch. Also zumindest mit der Stadt hier. So, das ist jetzt die Bus, Bus 13 schon. Bus 13, so. Dann würde ich sagen, schicken wir jetzt alle Busse nochmal ins Depot. Also auch von der Bus 2 und Bus 3. Die kommen alle weg. So, und dann haben wir hier nämlich ein Straßenfahrzeug, Dings da. Und da setzen wir jetzt einfach neue Busse drauf. Genau, dann nehmen wir zum Beispiel mal den Facelift. Da sagen wir mal, nein, so viele nicht. Sagen wir mal, 5 kommen jetzt auf die neue Linie zum Beispiel. Dann sagen wir 1, 2, 3, 4. Wartet mal. Welche Linie war die kürzere? Die Bus 3. Na gut, da sind aber trotzdem. Aber ich denke mal, 5 Busse sind trotzdem nötig. Und die ganz lange Linie war ja die Bus 02. Da sind auf jeden Fall größere Busse nötig. Deswegen setzen wir da jetzt einfach die Busse in einem Weiß drauf, genau. Oder hier in so einem Grau. 1, 2, 3, 4. 4 sind aktuell möglich, das heißt erstmal 4 Busse. So, gut. Warum habe ich eigentlich... Okay, wartet. Stopp. Das, also, das lassen wir nicht bei 4. 5. So. Eigentlich kommt... Da kann bestimmt auch noch weiterer dann gleich gesetzt werden. Erb hier. Und fertig. Gut, das heißt, die Stadt haben wir dann jetzt fertig. Die ist auf jeden Fall für die Zukunft gewappnet. Das muss ja auch sein. Hier, das sind ja praktisch unsere beiden Hauptstädte. Auch wenn sie niemals zusammenwachsen werden, aber da kann ja noch ganz viel mit einwachsen. So, das sind unsere Interlokus hier. Die fahren ja auch perfekt. Hier hinten, das haben wir eigentlich schon ganz gut so gebaut, finde ich. Können wir vorerst so lassen, wobei das müssten wir eigentlich, also das müssten wir in einer der nächsten Folgen dann auch noch ausbauen, auf jeden Fall. Da ist auch noch nicht alles getan. Aber eine Stadt würde ich mir jetzt gerne noch vorknüpfen. Auch wenn wir gerade kein Geld haben, aber das wird ja dann jetzt gleich wieder der Fall sein. So, dann sind wir eigentlich Jülich. So, Jülich ist auf jeden Fall auch was nötig. Vor allem hier auf der zweiten Seite, da müssen wir auf jeden Fall was bauen. Genau, also man sieht hier, die Stadt wächst und wächst. Als allererstes vielleicht sollten wir hier mal einen zweiten Straßenanschluss setzen. Genau, dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, noch auf der anderen Seite hier wiederum zu bauen. Und schon ist das Geld wieder weg. So, fährst du eigentlich voll? Nee, irgendwie nicht. Aber ich finde es hier eigentlich ganz schön, wie der Zug sich hier durchs Tal schlängelt. Das ist cool. Und am Ende so die Brücke, das ist krass. So. Der fährt ebenfalls nicht voll. Wird hoffentlich nicht so bleiben. Ah, hier fahren unsere neuen Volvos. Genau. Achso, die fahren bis hier raus. Aha. Da sind eigentlich sogar noch mehr Busse nötig, finde ich. So, wartet mal, das haben wir gleich. So, 1, 2, 3 Busse machen wir mal noch. So. Gut, jetzt können wir hier auf jeden Fall weiterbauen. So, das heißt hier eine Straße lang. Und dann... Hier nämlich nochmal so rum. Das heißt, warte mal, wir sagen mal, hier wollen wir nochmal rüber. So. Meist auch ganz schön kaputt. So, das kommt weg. Das kommt weg. Und dann. Was kommt neu? Sehr schön, sehr schön. So, dann kommen wir da ran. Hier mal parallel so ein bisschen zur Schiene.
würde gerne mal für den Übergang sorgen. So ist es doof. Naja, passt gut so ein bisschen ganz für mich. Das könnte ein bisschen besser aussehen. So eine Art Kreis gebaut, ja. Ja, das dürfte man sehen. So. Dann sorgen wir auf jeden Fall jetzt erstmal für den weiteren Ausbau der Linien. Was haben wir hier rumfahren? Wir haben zwei Städte, schon Linien. Stadtlinien wird das auch genannt, ja, ich weiß. So, Bus 4 und Bus 5. Die werden jetzt auf jeden Fall geändert, ja. So. Da würde ich auf jeden Fall anfangen. Also hier unsere Bus 5, die könnten wir auf jeden Fall hier runterlegen, könnten dann hier hinten rumgehen und könnten dann hier irgendwo enden. Wobei, ne, das würde ich auch nicht so befürworten. Aber auf jeden Fall wird die anders jetzt gebaut, ja. Das ist schon mal klar. So, weg damit. So, die 1 kann erstmal bleiben. Die fährt nämlich jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter. Das müssen wir hier finden. Das kann so nicht bleiben. So. So, dann nehmen wir lieber das. Nein, das geht nicht. Hier würde ich ungern hier irgendwie was einbauen. So. Dann nehmen wir nämlich hier jetzt einfach mal eine alte Haltestelle hin. Dann setzen wir dorthin eine. Dann hier unten rein. Die Kreuzung so. So, das kann man lassen. Dann würde ich mit der 5 gerne. Ja, doch, die Haltestelle, die nehmen wir hier mit. So. Dann gehen wir auf jeden Fall auf die Haltestelle rauf. Wartet mal, das zeichnen wir uns hier mal ein. So. Was ist mit der Musik eigentlich gerade los? Achso, da hat sich einer eingeschlichen in die Übertragung. Was hier ist das? So, das zeichnen wir uns ein, hatte ich gesagt. So. Genau. Dann, würde ich sagen, gehen wir hier hoch und dort raus. Das ist die Idee. Das ist die Idee, gefällt mir. So. Genau, und dann sagen wir hier. Geht es weiter irgendwie? So. Gut, das heißt ab der 8 geht es dann in die Richtung weiter. So. So viel erstmal zu der 5. So, die kommt natürlich auch erstmal weg. So, die startet hier oben, ja. Also in Zukunft wird sie hier nicht mehr starten, das ist schon mal klar. Die wird in Zukunft nämlich hier oben starten. So, nehmen wir auch erstmal hier, muss die halt stellen. So, dann fährt sie hier meinetwegen rein. Genau, schwarze. So, und dann fällt mir gerade auch auf, da hier das Gebiet hier haben wir gar nicht irgendwie mit angeschlossen, dann jetzt durch die Buslinie. Ist ja auch kacke. Besser Verlauf für die 5, also für die Bus 4. Ah, ich habe eine Idee. Gut. So, das heißt, wir führen die hier runter. Wir machen jetzt so eine Art Hauptachse einfach. Genau. Das heißt, wir nehmen die Haltestelle dort gleich mal mit. So, 2, 3, 4, 5. Sagen dann hier vorne auf der Kreuzung nochmal, ja, hier wollen wir mal einen haben. Gehen dann hier so rum. Genau. Schließen das nämlich jetzt als Brand. So. Und sagen dann, ja, keine Ahnung, hier erstmal. Gut, hier sind wir erstmal fertig.
So. 5, 6, 7, 8, 9. Und letzte. So. Wie jetzt? Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So wollte ich das. Rein! Mann, verdammt. So, jetzt. Und da, das. Genau. Jetzt passt es nämlich wieder. So. Und für die andere Linie, also jetzt haben wir natürlich hier schon einen Haufen abgedeckt. Aber für die Linie würde ich sagen, gehen wir hier so rum und gehen dann hier so rein. Genau. Wobei, wir können hier durchgehen. Ah, ich habe eine Idee. Ich sehe es schon. Gut, neue Linie erstmal. Da haben wir nämlich schon den großen Teil. Gute Station haben wir ja tatsächlich schon. Das ist ja 5. 6 und dann gehen wir nämlich hier jetzt einfach weiter. So, die Station geht hier rein und dann gehen wir weg. Und dann sagen wir nämlich jetzt einfach so. Und gehen dann nämlich jetzt weiter raus. Genau. So. Gut, dann haben wir es. 7, 8 und wieder zurück. So. Bus 14 ist es jetzt. So, das ist jetzt Bus 14. Bus 14. Und da wir ja dann jetzt auch hier neue Linien haben, sagen wir einfach, wir wollen ja auch neue Fahrzeuge drauf haben. Da sagen wir jetzt auch für die Bus 4, du kommst weg, die kommen auch weg. Und dann können wir uns hier jetzt einfach Stadtfahrzeuge kaufen. So einfach geht das. So, da würde ich sagen, nehmen wir für die Bus 4 oder 5 Stück von denen. Das heißt, ja doch, warte mal. Das ist doch Bus 4, ne? Ne, da haben wir sogar 6 Stück auf die Bus 4. So, dann sagen wir, ja, die anderen. Ah, das ist ja cool. Die kann 40. Ja, sagen wir mal. Nee, obwohl. Warte mal, kommt die. Ja, kommt, wir nehmen mal die. 6 Stück davon auf die Bus 14. So. Und dann sagen wir, Gelenkbusse kommen natürlich noch. Obwohl, warte mal. Was sagen wir mal, Gelenkbusse kommen noch auf die andere Linie. 1, 2, 3, 4, 5, gut, sagen wir mal 6 Stück auch auf die Bus 5. Das dürfte eigentlich ausreichen, hoffe ich jetzt einfach mal. So. Dann beschleunigen wir das Ganze mal, um uns das Ganze mal anzugucken. Boah, und hier hinten bauen sich jetzt aber immer mehr Häuser an, ja? Also, das wird hier voll noch. Wunderbar, das heißt, das hat hier schon erste Erfolge in dem Sinne. So, Bus 4 fährt hier tatsächlich auch schon rum. Weil man die Busse, also diese Halbdoppeldecker, da mal. Hier fährt einer. So, und wenn ich das richtig sehe, haben wir ein bisschen. Schade, schade. Gut. Dann wären wir mit der Stadt eigentlich auch schon fertig. Wow. Die siedeln sich aber schnell Leute an.